Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Und jetzt macht die Kamera schon wieder nicht das, was sie soll. Aber okay, lassen wir laufen. Ist halt immer mein persönlicher realer Irrsinn mit der Kamera. Ich werde mit der nochmal örtliches Wörtchen reden. Aber ihr seht jetzt mit mir zusammen die nächste Folge realer Irrsinn. Sie heißt komplizierte Zollanmeldung. Ja, so was gibt's auch. Dabei kann man sich gar nicht vorstellen, dass es komplizierte Dinge in der Bürokratie in Deutschland gibt. Schauen wir mal. Ja, genau, gemeinsam. Das erste Bild mit einem Dartwerfer ist schon mal nicht schlecht. Gucken wir mal und sehen, was da kommt. Simon Österreicher veranstaltet Dartturniere und hat einen Dartshop in Neuses bei Augsburg. Kürzlich hat er neue Taschen für Dartpfeile im Internet bestellt für 350 Euro. Garantiert kamen diese aus dem Ausland. Ich würde sagen, aus dem chinesischen Ausland. Nein, aus China natürlich, nicht aus dem chinesischen Ausland. Und der Zoll wollte sie nicht reinlassen, weil sie nicht konform sind. Genau. Könnte ich mir durchaus denken. Und warum da unten immer der Untertitel angeht, weiß ich nicht. Ich werde aber gleich beim nächsten Video dann definitiv mal drauf achten. Genau. Er hat nur eine Kleinigkeit nicht bedacht. Als die Darts-Täschchen dann endlich beim Zoll hier vorlagen, da habe ich dann einen Brief bekommen. Ja, die sind da. Du musst aber eine Internet-Zollanmeldung noch abgeben, damit du die holen kannst. Dann habe ich mir die angeschaut und da habe ich mir gedacht, okay, sauber. Ich glaube, es gibt keinen, der das kann. Herr Österreicher, was gibt's denn da zu lachen? Ab einem Warenwert von 150 Euro muss eine IZA abgegeben werden. Mich interessiert jetzt, also ich habe jetzt mehrere Fragen. Frage Nummer 1. Ist das jedem bekannt? Eigentlich schon, gerade wenn man öfters bestellt im Internet. Ich beachte bei der Bestellung immer drauf, dass die Sachen hier aus Deutschland kommen oder wenn sie aus dem Ausland kommen, dass es nicht so viel ist und dass die ganzen Modalitäten von der anderen Seite geklärt werden. So ab und zu habe ich mal so ein paar Sachen. Gerade für meine Zeichensachen ist das so, dass da auch mal Sachen aus dem Ausland kommen. Meistens, da muss ich mich eigentlich um nichts kümmern. Also die Internet-Zollanmeldung. Da müssen wichtige Fragen zur Ware beantwortet werden, wie Art des grenzüberschreitenden aktiven Beförderungsmittels. Lastkraftwagen, Schiff, Waggon, Flugzeug. Okay. Die letzten beiden möchte ich gern mal von dem zuständigen Sachbearbeiter, der dieses Formular entwickelt hat, erklärt bekommen. Ohne sollen die Taschen von alleine laufen oder die Waren. Und andere, außer den oben genannten, gibt es doch nichts anderes mehr, oder? Wie zur Hölle soll ich jetzt wissen, ob das mit dem Schiff, dem Waggon oder dem Flugzeug über die Grenze gekommen ist? Na dann die hier wenigstens. Wie lautet das Kennzeichen des Beförderungsmittels bei der Ankunft? Kennzeichen vom Schiff oder Flugzeug. Also ganz ehrlich, wer dieses Formular ausgearbeitet hat, der hat auch ein Gesetzbuch gefressen, oder wie? Ich könnte mir das ganz gut vorstellen. Auch nicht? Herr Österreicher, aber jetzt. Handelt es sich bei den Darttaschen um eine aktive Veredelung im IT-Verfahren? Zolllagerverfahren im IT-Verfahren? Als Versandschein genutzt? Herr Österreicher, nicht irgendwas eingeben. Fragen Sie besser beim Zoll nochmal nach. 5 Euro darauf, dass die beim Zoll auch nicht wissen, was da rein soll. Am Anfang war er auch ein bisschen grantig. Ja, es fängt schon mal an, hier die erste Frage ist schon falsch. Die zweite ist auch, weil er mir gedacht, ja super. Gut, dann rate ich halt was anderes. Sag ich doch. Passte, weil er hat ihm nicht geholfen, er hat ihm nur erzählt, dass es falsch ist. Wahrscheinlich, weil, ja. Herr Österreicher, konzentrieren Sie sich. Geht es um die Überführung von Waren in den zollrechtlich freien Verkehr mit gleichzeitiger Wiederversendung im Rahmen des Warenverkehrs zwischen Teilen des Zollgebiets? Es gibt aber zum Glück deutsche Gesetzestexte und Bürokratietexte. Jeder kennt sie, keiner versteht sie. Nicht mal die Leute, die sie schreiben. Eine Ausfüllhilfe. Und als ich die aufgemacht habe, da musste ich so lachen. Warum? Die 24-seitige Ausfüllhilfe vom Zoll erklärt doch alles ganz übersichtlich. Ich kenne Ausfüllhilfen. Sie helfen nicht beim Ausfüllen. Und schon gar nicht, um das Ganze zu verstehen. Und wer die Zollanmeldung nicht hinkriegt, so die Empfehlung der Generalzolldirektion, kann ja entsprechende Kurse für Zollangelegenheiten belegen. Ja, klar.
Okay. Man hat ja auch sonst nichts zu tun. Genau. Ich habe sonst nichts zu tun. Ja, super. Ah, sag ich doch. Okay. Nach 5 Telefonaten und 3 E-Mails mit dem Zoll durfte er sein Paket endlich abholen. War ja. Doch gar nicht so schwer. Als studierter Wirtschaftsjurist hast du wahrscheinlich gute Chancen, diese Zollerklärung richtig auszufüllen. Ich habe es leider nicht geschafft. Ich habe nur Psychologie studiert. Mein Fehler. Naja, Herr Naja, wer braucht ja auch fürs Verkaufen von Dart-Pfeilen und Dart-Taschen keinen Wirtschaftsstudium. Das kriegt jeder normale Mensch auch hin. Österreicher, jetzt wissen Sie ja, was man machen muss mit der Internet-Zollanmeldung. Ja, jetzt wissen wir es. Nein, wir wissen es natürlich nicht. Aber wir könnten den Herrn jetzt fragen. Der kann es uns mit Sicherheit erklären. Und ich muss wieder sagen, es ist wieder typischer bürokratischer Unsinn, der zum Irrsinn wird. Und zwar zum realen Irrsinn. Sehr schön aufgearbeitet von den Kollegen von N3 und Extra 3. Genau. Und wenn ihr weiter sowas sehen wollt, ja, dann habt ihr mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel einmal die Möglichkeit, auf die Seite von den Kollegen zu gehen und da dann ein Like und ein Abo dazulassen und einen Kommentar. Das Ganze könnt ihr natürlich auch, wenn ihr meine Kommentare dazu mögt, auch hier lassen. Nämlich ein Däumchen, ein Abo, ein Kommentar, ein Glöckchen, alles da unten. Da ist auch das Originalvideo verlinkt. Und mir bleibt nur zu sagen, hoffen wir, dass uns der Irrsinn nie ausgeht. Aber ich habe da ganz gute Hoffnung, dass das nicht der Fall sein wird.